Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin Petra Pau, sehr geehrte Frau Staatsministerin Monika Grütters, sehr geehrter Herr Senator Andreas Geisel, sehr geehrter Herr Botschafter Andrzej Siewemski, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie auch im Namen meines Kollegen Uwe Neumerker von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas ganz herzlich zu unserer heutigen Ausstellungseröffnung mit dem Titel »Der kalte Blick – Letzte Bilder jüdischer Familien aus dem Ghetto von Tarnow«. Es handelt sich um eine Sonderausstellung, die die Stiftung Topographie des Terrors in Kooperation mit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und dem Naturhistorischen Museum Wien erarbeitet hat. Sie wird hier im Dokumentationszentrum bis Frühjahr nächsten Jahres gezeigt und ist ab morgen für alle Besucherinnen und Besucher unseres Dokumentationszentrums geöffnet. Herzlich begrüßen möchte ich Dr. Katrin Wohland. Sie ist Generaldirektorin des Naturhistorischen Museums Wien und wird als Mitveranstalterin sprechen. Dr. Margit Berner. Sie wird als Kuratorin eine Einführung in die Ausstellung geben. Unter den Gästen möchte ich außerdem den Mitkurator Götz Ali begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchte ich auch die Überlebenden, Ita Asif, Franja Haverland und Steve Israeler und die Angehörigen der Zeitzeugen, die unsere Veranstaltung am Bildschirm verfolgen. Wir bedauern es ganz außerordentlich, dass wir Sie aufgrund der Corona-Pandemie nicht nach Berlin einladen konnten. Wir hoffen sehr, dass wir dies zu einem späteren Zeitpunkt einmal nachholen können. Aufgrund der momentanen Situation kann leider nur ein sehr kleiner Kreis direkt an der Ausstellungseröffnung teilnehmen. Wir bieten daher gleichzeitig einen Livestream an, sodass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer am Bildschirm, alle herzlich eingeladen sind, unserem Programm zu folgen. Meine Damen und Herren, vor fast 30 Jahren beschrieben Dr. Götz Ali und Dr. Susanne Heim in ihrem Buch Vordenker der Vernichtung, Auschwitz und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung erstmals eine rassenkundliche Untersuchung jüdischer Familien in der westgalizischen Stadt Tarnow. Durchgeführt wurde sie während des Zweiten Weltkriegs von den beiden österreichischen Anthropologinnen Dr. Dora Maria Kalich und Dr. Elisabeth Fliedmann. Der Buchveröffentlichung von Ali und Heim ist es zu verdanken, dass es Dr. Margit Berner vom Naturhistorischen Museum in Wien einige Jahre später gelang, zahlreiche anthropologischen Fotos in der Sammlung des Museums diesem rassenkundlichen Projekt zuzuordnen. Der Kern der Ausstellung, die wir heute eröffnen, basiert auf dieser bisher weitgehend unbekannten Fotodokumentation. Der Bestand umfasst die Porträtaufnahmen von 106 jüdischen Familien, die im März 1942 in der unter deutschen Besatzungsherrschaft stehenden polnischen Stadt Tarnow zum Zwecke rassebiologischer Untersuchungen fotografiert worden sind. Die Fotos entstanden unter Zwang und im Zeichen des Todes. Die beiden mit diesem Forschungsprojekt befassten Anthropologinnen waren sich der Tatsache bewusst, dass die allermeisten der von ihnen aus wissenschaftlichen Gründen fotografierten Juden bald darauf ermordet werden. Besonders intensiv hat sich das Kuratorenteam, bestehend aus Dr. Margit Berner, Dr. Götz Ali, Dr. Ulrich Baumann von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und Dr. Stephanie Bora, Topographie des Terrors, mit der Frage auseinandergesetzt, wie eine solche Sammlung von rassenkundlichen Fotos überhaupt präsentiert werden kann. Bei den Bildern handelt es sich um serielle Aufnahmen, die die Menschen in verschiedenen Ansichten zeigen, unter anderem von vorn und im Profil. Sie erinnern zwangsläufig an erkennungsdienstliche Fotografien der Kriminalpolizei. Zudem sind viele Opfer bereits sichtbar von der Verfolgung und Entrechtung gezeichnet. Von den 565 untersuchten jüdischen Männern, Frauen und Kindern überlebten nur 26 den Holocaust. Wir haben uns dazu entschieden, die Fotos sichtbar, unsichtbar zu präsentieren. Die während der NS-Zeit zu wissenschaftlichen Opfern degradierten Menschen sollten nicht noch einmal zu Schaustücken werden.
Gerade in diesem Punkt überzeugte die Ausstellungskonzeption von Christina Kitta und Frank Steinert. Sie schlugen vor, die Bilder verdeckt, aber doch sichtbar in einem schwarzen Kubus zu zeigen, dem sogenannten Archiv der Bilder. Den durch den kalten Blick der Wissenschaftlerinnen geprägten Serienfotos sind in der Ausstellung Fotos gegenübergestellt, die im privaten Kontext der einzelnen jüdischen Familien für das Familienalbum entstanden sind. Trotz des schwierigen Entstehungskontextes der letzten Bilder bleibt aber auch festzuhalten, für die allermeisten der zwangsweise Fotografierten wurden die unter rassistischen Vorzeichen standardisierten Fotos zu den letzten, häufig sogar zu den einzigen noch erhaltenen Lebenszeugnissen. Auch dieser Tatsache hat sich die Ausstellung im behutsamen Umgang mit den Fotos gestellt. Gerade in den letzten beiden Jahrzehnten ist das Thema der NS-Rassenforschung und Rassenpolitik verstärkt von der Geschichtswissenschaft bearbeitet worden. Die Ausstellung, die wir heute eröffnen, trägt wesentlich dazu bei, den Blick auf die Wissenschaftsverbrechen im Nationalsozialismus zu schärfen. Denn mit dem Fokus auf der NS-Rassenanthropologie dokumentiert sie sehr präzise, wie die Beteiligung von Wissenschaftlern an den Verbrechen des Nationalsozialismus aussah. In unserem Fall auch von Wissenschaftlerinnen, die stellvertretend für eine bisher kaum untersuchte Gruppe von Täterinnen stehen. Schließlich waren Frauen damals in der Wissenschaft noch viel stärker unterrepräsentiert, als es heute der Fall ist. Die Ausstellung gibt auch Aufschluss darüber, welche politische Bedeutung die vorgebliche wissenschaftliche Sachlichkeit vor dem Hintergrund des Holocaust einnehmen konnte. Noch einen anderen Aspekt möchte ich herausstellen. Die Ausstellung bietet anhand eines konkreten Beispiels auch einen fundierten Einblick in die nationalsozialistische Verfolgungs- und Vernichtungspolitik in den von Deutschland besetzten Ostgebieten. Zu vergegenwärtigen ist dabei, dass der Völkermord an den europäischen Juden von Berlin ausging und von den hier ansässigen Zentralen des NS-Terrors geplant und organisiert worden ist. Die Darstellung des vielfältigen Lebens in der Stadt Tarnow und seine Zerstörung durch die deutschen Besatzer umrahmt in der Ausstellung die Erzählung der rassenkundlichen Untersuchung. Weitere, zugleich beeindruckende und schockierende Fotos von zusammengetriebenen Juden auf dem Marktplatz von Tarnow konnten die Kollegen von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Zusammenarbeit mit einem Wissenschaftler in Minsk recherchieren. Für unsere Ausstellung heute möchte ich nun noch auf drei Angebote aufmerksam machen. Wir haben einen Katalog erstellt, der alle Inhalte der Bild- und Textpräsentation sowie einen einleitenden Essay von Dr. Götz Ali enthält. Der Katalog kann für 18 Euro erworben werden. Sie können heute Abend unentgeltlich am Besucherdresen ein Freiexemplar mitnehmen. Anlässlich der Ausstellung haben wir zudem einen Band von Margit Berner publiziert, der die Ergebnisse ihrer langjährigen Forschung bündelt und den Titel trägt »Letzte Bilder – Die rassenkundliche Untersuchung jüdischer Familien im Ghetto Tarnow 1942«. Er kann für 22 Euro erworben werden. Und schließlich haben wir für die Zeit ab Januar nächsten Jahres und bis zum Ende der Laufzeit der Ausstellung gemeinsam mit den Kooperationspartnern ein dreiteiliges Begleitprogramm entwickelt. Dabei geht es um Kernthemen der Ausstellung, die durch Vorträge vertiefend betrachtet und zur Diskussion gestellt werden. Hierzu möchte ich bereits jetzt herzlich einladen. Abschließend möchte ich allen danken, die die Ausstellung ermöglicht haben, insbesondere dem Kuratorenteam Dr. Margit Berner, Dr. Götz Ali, Dr. Ulrich Baumann und Dr. Stefanie Bohrer, der ich außerdem für die Übernahme der Projektkoordination danke. Für beratende Tätigkeit gilt unser Dank außerdem Agnieszka Wirzolska und für die gelungene architektonische und grafische Präsentation dem Gestalterteam Christina Kitta und Frank Steinert. Ein besonderer Dank gilt den Zuwendungsgebern der Stiftung, dem Bund und dem Land Berlin sowie deren zusätzlichen Förderung des Projekts im Rahmen des Hauptstadtkulturfonds. Unser größter Dank gilt den Überlebenden des Holocaust und dem Kreis der Familienangehörigen, deren persönlichen Aufzeichnungen, Erinnerungsberichte und Fotos wichtiger Bestandteil der Ausstellung wurden.
Sie gewähren uns damit wichtige Einblicke in Ihre leidvolle Geschichte. Sehr verehrte Frau Staatsministerin, ich darf Sie nun um ein Grußwort bitten. Ja, sehr verehrte liebe Frau Vizepräsidentin Pau, oder genau, liebe Kolleginnen und Kollegen, Abgeordnete, Exzellenz, sehr verehrter Herr Botschafter Trzewski, lieber Herr Senator Geisel, Frau Dr. Riedle, vielen Dank für die Einführung, liebe Frau Dr. Wohland, Frau Dr. Berner, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber vor allen Dingen möchte auch ich die zugeschalteten Überlebenden begrüßen, Frau Asif, Frau Haverland und Herrn Israela. Es ist uns eine Ehre zu wissen, dass Sie zumindest über das Internet mit uns verbunden sind. Als die Wissenschaftler am Institut für Deutsche Ostarbeit in Kooperation mit dem Anthropologischen Institut der Universität Wien im Herbst 1941 ihr Projekt Erforschung typischer Ostjuden, so der Titel, vorantrieben, waren sie in Eile. Ich zitiere: Wir wissen nicht, welche Maßnahmen über die Aussiedlung der jüdischen Bevölkerung für die nächsten Monate geplant sind. Unter Umständen könnte uns durch zu langes Warten wertvolles Material entgehen. Das schrieb im Oktober 1941 der Wissenschaftler Anton Plügel an seine Kollegin Dora Maria Karlich. Sie rechneten also mit der baldigen Deportation der Menschen, die sie als bloße Forschungsobjekte betrachteten. Deren Schicksal kümmerte sie nicht. Der womögliche Verlust des in ihren Augen wertvollen Materials hingegen umso mehr. Der kalte Blick heißt deshalb die Ausstellung, die die Stiftung Topographie des Terrors gemeinsam mit der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Herr Neumerker, ist auch da und dem Naturhistorischen Museum Wien konzipiert hat. Sie gewährt Einblicke in eine bisher weitgehend unbekannte Fotodokumentation, die im Naturhistorischen Museum in Wien aufbewahrt worden war. Der Bestand umfasst die Porträtaufnahmen, wir haben es schon gehört, 106 jüdischer Familien, und ich konnte gerade durchgehen, insgesamt 565 Männer, Frauen und Kinder, die im März 1942 in der unter deutscher Besatzungsherrschaft stehenden südpolnischen Stadt Tarnów zum Zweck eben rassenbiologischer Untersuchungen fotografiert wurden. Die Fotos entstanden also unter Zwang und erkennbar im Zeichen des Todes. So offenbart die Ausstellung auf erschütternde Weise einmal mehr die Effizienz, mit der die Nationalsozialisten ihre antisemitische Ideologie umsetzten. Dazu trugen nicht nur Verwaltungsbeamtinnen und Verwaltungsbeamte, Juristinnen und Juristen, Ärztinnen und Ärzte, Unternehmerinnen und Unternehmer und ja auch Künstlerinnen und Künstler teil. Es waren, wie in der Ausstellung deutlich wird, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit der angeblich wissenschaftlichen Sachlichkeit einer Untersuchung mit einem grausam kalten Blick eben auf ihre Mitmenschen schauten, ihren Beitrag zur Legitimierung des Völkermords leisteten. Er ist wichtig und ich danke dafür allen Beteiligten, vor allem Ihnen, liebe Frau Dr. Berner, und Ihrem kuratorischen Team. Es ist wichtig, dass Sie mit dieser Ausstellung an das unermessliche Leid erinnern, das die Menschen in Polen während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg erfahren mussten. Auf diese Weise kann den Porträts der 106 jüdischen Familien aus Tarnów zuteil werden, was jeder Mensch verdient. Ein warmer, ein wertschätzender, ja hoffentlich immer wieder auch ein liebevoller Blick. Ausstellungen wie diese haben, wie Gedenkstätten und Dokumentationsorte ganz allgemein, die Kraft, Menschen zum Hinschauen und Zuhören zu bewegen und im Angesicht erdrückender Schuld und präzedenzlosen Leids ihre Urteilskraft zu schärfen. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag dazu, dass Keime menschenverachtender totalitärer Ideologien eben keinen Nährboden mehr finden. Deshalb bin ich froh, dass die Ausstellung mit Mitteln aus dem Bundeskulturetat, Sie haben schon gesagt, aus dem Hauptstadtkulturfonds, darauf verständigen wir uns gemeinsam, unterstützt werden konnte.
Und für die Bundesregierung ganz allgemein gilt, dass die Förderung von NS-Gedenkstätten und Lernorten eben eine hohe Priorität hat. Allein im Jahr 2020 stehen mehr als 26 Millionen Euro für eben die institutionelle und auch die Projektförderung hier zur Verfügung. Damit wollen auch wir den Blick schärfen für Entwicklungen, die einst zu Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung, zu Krieg und Vernichtung, zu Gewalt und Unterdrückung geführt haben. Denn auch nach einem Dreivierteljahrhundert hat die Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus nicht an Bedeutung verloren. Man denke nur an den versuchten feigen Mordanschlag auf Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Halle vor ziemlich genau einem Jahr. Es ist ja bitter, ja unerträglich, dass es mehr als 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz jährlich 1800 antisemitische Straftaten hier gibt. Dass Juden sich nicht mehr trauen, überall und jederzeit natürlich eine Kippa zu tragen. Dass jüdische Kindergärten, Schulen und Synagogen von Polizei und Mauern bewacht werden müssen. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Und zu einer lebendigen Erinnerungskultur gehört es, aufzustehen gegen Antisemitismus und Fremdenhass, wo immer wir sie erleben. Erinnern heißt, sich niemals zurückzuziehen auf die ebenso bequeme wie verantwortungslose Haltung, dass es auf die eigene Stimme, auf das eigene Handeln, auf den eigenen Blick nicht ankäme. Die Ausstellung zeigt, was ein kalter Blick bewirken kann. Ich wünsche ihr zahlreiche Besucherinnen und Besucher mit einem warmen Blick. Vielen Dank. Liebe Frau Pau, liebe Frau Grütters, lieber Herr Botschafter Pschischewski, liebe Frau Dr. Riedler, liebe Frau Fulland, liebe Frau Berner, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, hier bei Ihnen sein zu dürfen und darf Ihnen zunächst die Grüße des regierenden Bürgermeisters Michael Müller übermitteln, der bedauert, heute nicht hier sein zu können, weil solche Anlässe dem Berliner Senat wichtig sind, weil sie einen wesentlichen Beitrag leisten zur Erinnerungskultur unserer Stadt und unseres Landes. Solche Anlässe schaffen Wissen. Sie fördern Auseinandersetzungen, sie bauen Brücken vom Gestern zum Heute. Mit der Ausstellung Der kalte Blick, letzte Bilder jüdischer Familien aus dem Ghetto Tarnow, erfahren wir etwas über die Geschichte dieser Menschen, die durch die deutsche Besatzung im September 1939 je aus ihrem bisherigen Leben gerissen wurden, die ihrer Freiheit beraubt wurden, Zwangsarbeit leisten mussten und unter primitivsten Bedingungen zusammengefercht ein Martyrium erlitten. Wir erfahren von den vielen, die bereits im Ghetto an Krankheiten und Unterernährung starben. Wir erfahren von unzähligen weiteren, die in den Vernichtungslagern von Belzec und Auschwitz ermordet wurden. Und wir schauen in die Gesichter von Menschen, die als sogenannte Ostjuden nach dem perfiden Rassenschema der Nationalsozialisten als minderwertig galten, die gleichsam als eine Schablone für sogenanntes unwertes Leben von NS-Wissenschaftlern im Ghetto durch Fotos und Kurzbiografien dokumentiert und zum Gegenstand der Rassenforschung wurden. Mit einem kalten Blick, wie die Ausstellung treffend titelt. Eine Ausstellung, die mit den damaligen Aufnahmen aber nicht nur den menschenverachtenden, unbarmherzigen Blick der Nazis zeigt, sondern vor allem die Gesichter der Menschen und die Geschichte dieser Menschen in unser Bewusstsein rückt. Ich danke Ihnen sehr für diese eindrucksvolle Ausstellung, die uns einen Blick in die Geschichte des Ghettos Tarnow und die der Menschen eröffnet und damit unser Wissen, unsere geschichtspolitische Auseinandersetzung und Erinnerungskultur bereichert.
eine Aufgabe, die auch 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nach der Befreiung Deutschlands, nicht an Bedeutung verloren hat. Und je weiter die Geschichte fortschreitet, umso weniger Menschen uns ganz persönlich aus dieser Zeit berichten können, umso wichtiger wird es, dass wir gemeinsam Wege finden, diese Erinnerungsarbeit auch in Zukunft aktiv gestalten zu können. Ja, sie uns auch weiter zu eigen zu machen. Es ist ein Prozess, der von Generation zu Generation fortgeführt werden muss und der das Engagement unserer ganzen Gesellschaft erfordert. Und ich bin dankbar dafür, dass sich so viele Menschen in unserer Stadt für die Erinnerungskultur, für lebendige Erinnerungskultur engagieren, sei es über Stolpersteinaktionen, sei es über Lesungen, Stadtführungen, Zeitzeugengespräche. Und ich hoffe auch, dass Schülerinnen und Schüler diese Ausstellung besuchen werden. Eine lebendige Erinnerungskultur stärkt unsere Demokratie, wehret den Anfängen. Und sie schärft unser Bewusstsein für Relativierungs- und Umdeutungsversuche, die es immer wieder gibt. Wir stellen immer wieder fest, dass Thesen, rechtsextremistische Thesen, die sich noch vor Jahren am Rand der Gesellschaft befanden, in die Mitte des Diskurses rücken. Man wird doch mal sagen dürfen. Und das vor dem Hintergrund dieser Geschichte. Dem entgegenzutreten ist wichtig. Und das kann nur erreicht werden, wenn eine Erinnerungskultur aus der Gesellschaft heraus entsteht, nicht von jemandem verordnet, von der Regierung oder vom Staat oder von wem auch sonst, sondern diese Erinnerungskultur entsteht dann, muss entstehen aus der Auseinandersetzung mit der Geschichte, aus dem Wissen um die Geschichte, offen und streitbar. Und das nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Europa, in ganz Europa. Die Verbrechen der NS-Diktatur haben in vielen Ländern Europas Spuren des Terrors hinterlassen, ganz besonders in Polen. Und ich bin dankbar dafür, dass wir seit vielen Jahrzehnten enge Beziehungen zu Polen unterhalten, zu unserer Partnerstadt Warschau, aber auch zu vielen weiteren Städten, Breslau, Posen, Danzig. Es gibt eine lebendige Zusammenarbeit in vielen Bereichen der Kultur, auch in der Erinnerungs- und Gedenkkultur unserer beiden Länder. Ich denke da an den mehrjährigen Kulturzug Berlin-Breslau, der es vielen Berlinerinnen und Berlinern ermöglicht hat, die Städte kennenzulernen, sich selbst kennenzulernen. Ich habe mehrfach Gelegenheit, bei diesem Kulturzug mitzufahren. Das war bereichernd. Oder unsere Staatssekretärin Schäbli war im Frühjahr 2019 gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Berliner Max-von-Laue-Oberschule in Auschwitz und in Krakau, um sich mit den NS-Verbrechen dort auseinanderzusetzen, die Gedenkstätten zu besuchen. Sie hatten sich damals bei einem Besuch hier in der Ausstellung Topographie des Terrors darauf vorbereitet. Und dann haben wir im letzten Jahr gemeinsam mit dem Deutschen Polen-Institut im Roten Rathaus an den 80. Jahrestag des Überfalls auf Polen, des deutschen Überfalls auf Polen erinnert. Und im November 2019 haben wir gemeinsam mit dem Warschauer Stadtpräsidenten Traczkowski den 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer feiern können. Ebenfalls ein eindrucksvoller Besuch. Und im August diesen Jahres war dann der Posener Stadtpräsident zu Besuch, um über Zusammenarbeit unserer Städte in den Bereichen Kultur, Verkehr, Gleichstellung zu sprechen. Und vor wenigen Wochen habe ich selber eine Warschauer Delegation empfangen können, um über den Umgang mit der Pandemie hier in Berlin und in Warschau zu beraten. Sie sehen, unsere Zusammenarbeit ist intensiv, sie ist vielfältig und die deutsch-polnischen Beziehungen sind in unserer Stadt jeden Tag präsent. Dafür stehen mehr als 70.000 Berlinerinnen und Berliner mit polnischen Pässen und mehr als doppelt so viele mit polnischen Wurzeln. Sie alle tragen dazu bei, dass unsere langjährige Städtepartnerschaft mit Warschau, mit Leben, mit Kreativität, mit Gestaltungskraft gefüllt wird. Dafür bin ich, dafür ist der Berliner Senat sehr dankbar und wir werden weiterhin alles dafür tun, diese Beziehungen auszubauen und zu stärken. Der heutige Tag, die Eröffnung dieser Ausstellung, leistet dazu einen Beitrag über die Auseinandersetzung mit der Geschichte, über das Wissen um die Vergangenheit, über das Erinnern und das Gedenken. Ich danke Ihnen für die beeindruckende Ausstellung und wünsche Ihnen viele Besucherinnen und Besucher auch in Corona-Zeiten.
Und vor allem wünsche ich uns allen eine lebhafte Auseinandersetzung mit unserer Geschichte. Lernen wir daraus. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Staatsministerin Grüters, sehr geehrte Frau Pau, sehr geehrter Herr Geisel, sehr geehrte Frau Dr. Riedle, sehr geehrte Frau Dr. Wohland, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fühle mich geehrt, heute bei dieser Ausstellungseröffnung anwesend zu sein. Ich bedanke mich herzlich bei der Stiftung Topographie des Terrors, der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und dem Naturhistorischen Museum Wien für ihre Bemühungen und den großen Zeitaufwand, um dieses einzigartige Material, das wir heute hier heute sehen können, zusammengestellt zu haben. Das, was wir hier heute sehen, ist eine Dokumentation der Perversion des menschlichen Geistes, der die grundlegenden Gesetze von Wissenschaft und Philosophie bricht. Eines Gesetzes, das festlegt, dass wir als Wissenschaftler und Pädagogen, und ich spreche hier auch als langjähriger Akademiker und Kant-Forscher, den Menschen sein Wohlergehen und seine Entwicklung immer als Ziel unserer Handlungen sehen sollten und nie bloß als Mittel, um privaten oder politischen Gewinn zu erzielen. Vielleicht ist es das, was der antike Philosoph meinte, als er sagte, der Mensch ist das Maß aller Dinge, im Gegensatz zu der Ermutigung, die Werte auf der Basis der individuellen Fantasie zu relativieren. Nazi-Pseudowissenschaftler wie Anton Plügel, Maria Kalich und Elfriede Fliedmann und andere Forscher, die am Institut für deutsche Ostarbeit tätig waren, haben diese moralisch fundamentale Regel der Wissenschaftlichkeit und der Humanität eindeutig verletzt. Sie haben wörtlich den Menschen wie Objekte betrachtet und gemessen und nicht den Menschen als Maß aller Dinge, als Personen angesehen. Es ist gut, dass neben den abscheulichen Ergebnissen ihrer Tätigkeit im Ghetto von Tarnow auch die Familienfotos ihrer Opfer gezeigt werden. Fotos, die sie in ihrer natürlichen Umgebung zeigen und nicht als Forschungsmaterial, wie sie von Pseudowissenschaftlern genannt wurden. Kalich und Fliedmann, die für den Großteil der Forschung im Ghetto von Tarnow verantwortlich waren, glaubten allen Anschein nach, dass sie eine wissenschaftliche Basis für die neue Ordnung der Menschen in Europa schufen. Tatsächlich war ihre böswillige Arbeit nur ein Teil eines größeren Projektes, das ähnliche Studien an mehreren verschiedenen ethnischen Gruppen voraussetzte. Es gibt gut dokumentierte Fälle von Rassenstudien an vielen polnischen Bürgern, einige mit dem Ziel, das sogenannte arische Erscheinungsbild herauszukristallisieren. Kinder wurden von ihren Eltern getrennt und nach Deutschland verschleppt, viele kehrten niemals zurück. Es wurde ein Rassenreich gebaut mit dem deutschen Volk als Oberherr an der Spitze und anderen Rassen als Sklaven. Juden, Sinti und Roma wurden zur Auslöschung verdammt. Es ist kein Geheimnis, dass im späten 19. Anfang des 20. Jahrhunderts die nationalsozialistische Rassenlehre leider ein Teil des akademischen Mainstreams war, die erstmals im Jahre 1853 vom Franzosen Arthur de Gobineau vorgeschlagene Lehre gewann schnell an Zuspruch in vielen Ländern. In den 30ern übernahm jedoch Deutschland die Führung auf diesem Feld. Im Jahre 1934 schrieb einer der führenden Anhänger der Eugenik und Rassenhygiene in den Vereinigten Staaten von Amerika: "The Germans are beating us at our own game." In der Tat bleibt es den Historikern, Philosophen und Volkspsychologen die Antwort zu finden, warum nur Deutschland die bittere Frucht der Massenvernichtung in einem beispiellosen Ausmaß trug, obwohl Rassismus als soziale Theorie unter den Wissenschaftlern jener Zeit so weit verbreitet war. Die Antwort auf diese Frage ist zweifelsfrei eine sehr komplexe, aber wir müssen anerkennen, dass etwas in der deutschen politischen Kultur und den sozialen Verhältnissen jener Zeit eine ganze Generation von gebildeten Wissenschaftlern überzeugte,
das Unvorstellbare zu tun in ihrem verrückten Versuch, die Welt besser zu organisieren, wie sie es behaupteten. Diese Ausstellung bringt uns einen Schritt weiter, diesen moralischen und geistigen Zusammenbruch zu verstehen. Eines der verstörenden Elemente der Geschichte der unmenschlichen Forschung in Tarnów, etwas, das ich schon im Katalog bemerkt habe, ist das Nachkriegsschicksal von Kalich und Friedmann. Beide starben im fortgeschrittenen Alter als respektierte Bürger Österreichs und Westdeutschland. Friedmann arbeitete als Sozialpädagogin mit jungen Menschen und starb 1987 in West-Berlin, wenige Jahre vor der Wiedervereinigung. Was können wir aus dieser Perversion der Wissenschaft, die wir hier heute sehen, lernen? Ich komme noch einmal auf die Idee des Menschen als Ziel und nicht als Mittel zum Zweck zurück. Wir leben in einer Welt, in der das Erfassen von Informationen über unser Leben, sogar dessen intimste Details, so schnell und effizient durchgeführt werden kann wie nie zuvor. Es gibt Regierungen, zum Glück nicht in Europa, die schon jetzt komplexe Algorithmen benutzen, um ähnlich wie in dem erschreckenden Roman von Aldous Huxley ihre Bürger in separate Kasten zu klassifizieren. Die Politik benutzt weiterhin wissenschaftliche Mittel, um soziale Manipulation zu rechtfertigen und durchzuführen. Es kann sein, dass Biotechnologie in der Zukunft noch einen Schritt weiter geht, um diese Möglichkeiten auszubauen. Diese Ausstellung hat eine klare Botschaft. Das ist der falsche Weg. Die fundamentale Würde des Menschen darf nicht zu einer ausgewählten Sammlung von physischen und persönlichen Eigenschaften reduziert werden. Der Wert des menschlichen Lebens darf nicht in Nummern, Formen und Farben ausgedrückt werden. Der Wert eines Lebens ruht in seinem Entwicklungspotenzial, in seinem Lernbereitschaft und in seiner Emotionalität. Darunter in der Fähigkeit zur Liebe. Jemanden dieses Potenzial zu berauben, ist das größte Verbrechen. Der Talmud lehrt nicht nur, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Er lehrt auch, wer ein Menschenleben zu Unrecht auslöscht, dem wird es angerechnet, als hätte er die ganze Welt zerstört. Eine Welt, die ohne diesen Menschen einfach nicht mehr die gleiche sein wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, liebe Frau Riedel, liebe Frau Professor Grüters, lieber Herr Geisel, lieber Herr Botschafter, sehr geehrte Damen und Herren, auch an den Bildschirmen, hiermit begrüße auch ich Sie zu der Ausstellung Der kalte Blick. Das Naturhistorische Museum Wien hat eine lange imperiale Tradition. Es wurde vor gut 200 Jahren von den Habsburgern gegründet, um den Reichtum der Dynastie zu demonstrieren. Aufgrund der modernen Intendanz seiner Zeit galt es als das erste Evolutionsmuseum Europas. Startend mit der mineralogischen und der Meteoritensammlung zeichnet es die Entstehung des Universums und der Erde nach. Die Entwicklung der Lebensform wird dargestellt, Quallen, Krebse, Säugetiere in großer Diversität. Auch die Entwicklung des Menschen ist Thema, sowohl die physische als auch die kulturelle. Während die Frühgeschichte noch im Museum beheimatet ist, sind die neueren Artefakte nun Teil der Sammlung des Weltmuseums. Die sogenannte physische Anthropologie ist also Teil der Forschung des Hauses. Und in der Sammlung dieser Abteilung entdeckte Frau Dr. Margit Berner einen Karton, der die nun bekannten Fotos der jüdischen Familien enthielt. Und hier kommen nun ganz verschiedene Aspekte zusammen. Der Ehrgeiz der jungen Forscherinnen Dr. Dora Maria Kalich und Dr. Elfriede Fliedmann, die nach heutigem Maßstab fragwürdigen Methoden der Verknüpfung physiognomischer Eigenschaften mit angeblich typischen Verhaltensweisen und das Wissen um die bevorstehende Deportation und letztlich Ermordung der untersuchten Menschen. Welche moralischen und ethischen Maßstäbe sind an Forschung zu legen? Die Frage ist weder neu noch abschließend zu beantworten, da sich moralische Maßstäbe im Laufe der Zeit ändern. Aus heutiger Perspektive kommt einem das kalte Grausen, wenn man den Briefwechsel der beteiligten Forscher und Forscherinnen liest.
So schreibt der Wiener Anthropologe und Vorgesetzte von Elfriede Fliedmann, Dr. Anton Plügel, 1941. Wir wissen nicht, welche Maßnahmen über die Aussiedlung der jüdischen Bevölkerung für die nächsten Monate geplant sind. Unter Umständen könnte uns durch zu langes Warten wertvolles Material entgehen. Vor allem könnte es geschehen, dass unser Material aus einem natürlichen Forschungszusammenhang und aus der gewohnten Umwelt herausgerissen würde. Haben die Forscherinnen und Forscher keinerlei Skrupel empfunden? Sahen sie die Lage als unabänderlich an und das Aufhalten der Mordmaschinerie jenseits ihres wissenschaftlichen Auftrags? Oder war es ihnen egal, weil die jüdischen Menschen eher einen Objektstatus hatten, Menschen als Material für die Forschung? Die morphometrische Erfassung von Gesichtern und anderen körperlichen Merkmalen, vor allem am Schädel, wird noch immer als eine der Methoden der physischen Anthropologie verwendet. Allerdings werden heute moderne, multivariate Methoden bis hin zur künstlichen Intelligenz eingesetzt, um biologische Informationen abzulesen. Dass sich enger verwandte oder isoliert lebende Menschen ähnlicher sind, ist augenscheinlich, nicht nur in der eigenen Familie, in Bergdörfern oder anhand der Habsburg-Lippe. Aber anhand äußerlicher Merkmale auf die Zugehörigkeit bestimmter ethnischer Gruppierung und diesen zugeschriebenen charakterlichen oder intellektuellen Fähigkeiten zu schließen, ist Rassismus. Und wie beispielsweise Georg Lilienthal herausarbeitete, ging es in Tarnow sogar darum, die geistige Minderwertigkeit anhand von Körpermerkmalen zu belegen. Elfriede Fliedmann schrieb in ihrem vorläufigen Bericht: Gerade der starke Erwerbs- und Geschäftssinn und die Skrupellosigkeit in vielen Dingen sind Eigenschaften, die besonders der vorderasiatischen Rasse zugeschrieben werden. Es wäre nun möglich, dass trotz der starken Rassenmischung der letzten Jahrhunderte mit der geistig in vorderasiatischer Richtung wirkenden Auslese auch eine körperliche Auslese in eben dieser Richtung erfolgte. Ist doch eine gewisse Verbundenheit bestimmter geistiger und körperlicher Grundfunktionen, vielleicht auch eine stärkere Affinität einzelner geistiger und körperlicher Merkmale zueinander, nicht von der Hand zu weisen. Die Arbeit der Wissenschaftlerinnen diente also dazu, ihre tödlichen Vorurteile quasi wissenschaftlich exakt zu untermauern. Frau Dr. Berner, ist es zu verdanken, dass die Menschen von Tarnow und ihre Geschichte, ihre Familien und ihre Individualität ins Blickfeld geraten sind. In jahrelange, mühevoller Kleinarbeit hat sie einige Familien ausfindig gemacht. Für viele waren es die ersten Fotos ihrer Angehörigen, für einige die einzigen. Die Ergebnisse dieser Arbeit sind nicht nur in dieser Ausstellung, sondern auch in dem umfangreichen Buch Letzte Bilder, die rassenkundliche Untersuchung jüdischer Familien im Ghetto von Tarnow 1942 veröffentlicht. Dabei wurde Frau Berner von Herrn Wolfgang Reichmann durch die Bearbeitung der Bilder und von Frau Professor Sabine Eggers wissenschaftlich unterstützt. Die Ausstellung ist nicht nur eine Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus, sie ist auch ein Aufruf an die Wissenschaft, Positionen zu beziehen und unterschwellige Vorurteile zu identifizieren. Speziell die Anthropologie als ein umkämpftes und auch nach vielen Seiten offenes Forschungsfeld bewegt sich oft auf einem schmalen Grat zwischen naturwissenschaftlicher Exaktheit von Messdaten und ethisch angreifbaren Fragestellungen. Es scheint mir nicht sinnvoll, dass wir uns moralisch über die beiden Wissenschaftlerinnen erheben. Ich gehe davon aus, dass unsere Nachfahren in 100 Jahren fragen werden, warum wir es zugelassen haben, dass das Mittelmeer zu einem Grab für so viele flüchtende Menschen und in diesem Fall überwiegend muslimischen Glaubens werden konnte. Lassen Sie uns diese Ausstellung zum Anlass nehmen, der Opfer von Tarnow zu gedenken und den Mechanismen in der Gesellschaft, aber auch in der Wissenschaft vorzubeugen, die uns davon abhalten, uns als eine globale Gemeinschaft von Menschen zu begreifen, die die Herausforderungen dieser Zeit meistern müssen. Sehr geehrte Frau Staatsministerin, sehr geehrte Frau Paul, sehr geehrter Herr Botschafter,
sehr geehrte Direktorinnen, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuhörer über den Livestream, liebe Familien, und ich möchte vielleicht noch ergänzen, es ist auch eine Familie auch hier, sind zwei Angehörige von der Familie Keller. Vielen Dank, dass Sie auch hierher gekommen sind. Als Nicht-Historikerin und Mitarbeiterin des Naturhistorischen Museums ist es mir auch eine besondere Ehre, heute hier in der Topographie des Terrors zu sprechen. Ich habe in Wien Humanbiologie und physische Anthropologie studiert, also jenes Fach, das auch die beiden Wissenschaftlerinnen, die 1942 die Studie in Tarnow durchgeführt haben, absolviert hatten. Rückblickend betrachtet erhielt ich auch in meinem Studium teilweise noch eine sehr traditionelle Ausbildung, nicht unähnlich jener von Dora Maria Kalich und Elfriede Fliedmann. So bestand eine der Übungen in einem Messpraktikum am Lebenden. Damals vermaßen wir Studentinnen und Studenten uns gegenseitig. Das war auch nicht ohne Reiz. Ethische Fragen stellten wir nicht. Rassenkunde und Vermessungen hatten zwar an Bedeutung verloren, waren aber in den 1980er Jahren keineswegs Geschichte. Ich besuchte jedoch auch eine Vorlesung damals, und das auf der Humanbiologie, in der es um die nationalsozialistische Vergangenheit der Fächer Anthropologie und Rassenhygiene ging. Mein Hauptinteresse galt aber damals prähistorischen Ausgrabungen. Und so ergab es sich, dass meine Dissertation an über 2000 Jahre alten bronzezeitlichen Skelettfunden mich in den 1980er Jahren an das Naturhistorische Museum führte. Dort erhielt ich nach dem Studium eine akademische Stelle und wurde mit der Leitung einer Sammlung betraut. Von da an prägten Anfragen, Neugierde sowie auch eine gewisse Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit, verbunden mit einem stetig wachsenden Interesse an der Geschichte, meine Forschungen zu und an den Sammlungen. So entstanden Vernetzungen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den unterschiedlichsten Disziplinen, die Mitarbeit an zahlreichen Ausstellungs- und Forschungsprojekten, Veröffentlichungen zur NS-Geschichte und Sammlungsgeschichte, bald hielt ich auch dazu Vorträge. Lassen Sie mich dazu einige Rückblicke aufzeigen. In den 1980er Jahren begannen kritische Mediziner und Historiker eine neue Auseinandersetzung mit der Medizin in der NS-Zeit. Einer davon war, oder sitzt heute auch hier, ist Götz Ali. 1987 veröffentlichte er das Posener Tagebuch des Anatomen Hermann Voss und verwies darin auf einen schwunghaften Handel mit Skeletten von KZ-Opfern, unter anderem mit dem Naturhistorischen Museum in Wien. Doch erst 1991, als die Schriftstellerin Elfriede Jelinek in einem Zeitungsartikel eine im Naturhistorischen Museum in Wien aufbewahrte anatomische Sammlung ansprach, begann eine interne Recherche auf Anweisung des damaligen ersten Direktors. Ich erhielt die Aufgabe, dem nachzugehen. Tatsächlich fand ich in der Sammlung anatomische Präparate, Schädel und Totenmasken jüdischer KZ-Opfer und Schädel polnischer Widerstandskämpfer, angekauft 1942 von dem bereits genannten Anatomen Voss in Posen. Die Krania, also die Schädel der jüdischen Opfer, wurden in der Folge an die israelitische Kultusgemeinde in Wien übergeben und dort bestattet. Die Totenmasken dem Jüdischen Museum der Stadt Wien überantwortet. Die Schädel der polnischen Widerstandskämpfer hingegen wurden erst 1999 der polnischen Botschaft in Wien übergeben und dann in der Folge in Polen bestattet. Das Wiener Jüdische Museum thematisierte den Ankauf in zwei Ausstellungen, Beschlagnahmt und Maskenversuch über die Shoah. Im Zusammenhang damit recherchierte ich dann weiter und fand Fotografien und Unterlagen zu Vermessungen an Wiener Juden, Kriegsgefangene und der von den Museumsanthropologen 1939 zusammengestellten antisemitischen Sonderausstellung »Das körperliche und seelische Erscheinungsbild der Juden«. Ein Foto davon zeigen wir auch in unserer Ausstellung. 1997 kontaktierte ich dann das Wiener Institut für Zeitgeschichte, und in der Folge wurde das gerade begonnene Projekt Untersuchungen zur anatomischen Wissenschaft 1938 bis 1945 auch auf das Naturhistorische Museum ausgedehnt. Gemeinsam mit der damaligen Abteilungsdirektorin Maria Teschler-Nikola verfasste ich einen Bericht,
indem wir alle in der Abteilung aufbewahrten Unterlagen aus der NS-Zeit offenlegten. Eine solche rückhaltslose Offenlegung wird heute für die Sammlungen aus der Kolonialzeit gefordert. Zu der von mir aufgefundenen Sammlung damals einer rassenkundlichen Untersuchung an staatenlosen Wiener Juden entstand dann 1999 eine Ausstellung in der Gedenkstätte Buchenwald und 2001 ein Forschungsprojekt zusammen mit Zeithistorikern in Wien. Im Zuge dieser Recherche bin ich eben auch auf diesen Karton, auf die Schachtel mit den nummerierten Fotografien aus Tarnow gestoßen, von denen Sie heute die Abzüge in dem jetzt als aufgefalteten Archiv sichtbar, unsichtbar im Zentrum unserer Ausstellung Der kalte Blick sehen. Diese Fotosammlung war zusammen mit anderen Unterlagen in den 1980er Jahren aus dem Nachlass von Kalich, von ihrem Nachlass auf dem Institut für Gerichtsmedizin, an das Museum gelangt. Aber was ich damals nicht konnte, war den Fotografien Namen zuzuordnen. 1997 gab es ja auch noch kein, es gab es zwar schon ein Internet, aber die Suchmöglichkeiten waren damals noch sehr eingeschränkt. Wikipedia wurde erst 2001 gegründet. Aber hier half mir ein Zufall weiter. Ich stöberte in einer Buchhandlung und entdeckte das Buch Vordenker der Vernichtung von Götz Ali und Susanne Heim, die auch heute hier ist. Und darin haben sie den bereits schon mehrfach erwähnten Briefwechsel publiziert, eben zwischen diesen beiden Anthropologinnen. Nicht unähnlich heutigen E-Mails schrieben die beiden einander eben über die Untersuchung in Tarnow, ihre Fragestellungen und beklagten sich über ihre männlichen Vorgesetzten. Sehen Sie, das ist bei Ihnen das Schöne, dass Sie sich so entfalten können. Bei uns sind einem ja die Hände gebunden. Unser lieber stellvertretender Chef hat für nichts Interesse, was ihn nicht persönlich angeht, schrieb beispielsweise Kalich an ihre Krakauer Kollegin. Auszüge daraus sehen Sie auch in unserem Themenbereich Anthropologie, Rassenkunde und Karriere. Das Institut für Deutsche Ostarbeit war wenige Monate nach dem deutschen Überfall auf Polen von der Besatzungsregierung in Krakau gegründet worden. Dort sollte keine sterile Wissenschaft getrieben werden, sondern praxisnah, anwendungsorientiert und interdisziplinär geforscht werden. Zusammen mit dem Anthropologischen Institut von der Universität Wien entstand daraus dieses Projekt zur Erforschung typischer Ostjuden. Es wurde im März 1942 durchgeführt. In den folgenden Monaten wurden 3/4 der in Tarnow ghettoisierten Juden von Deutschen und Österreichern ermordet. Daraufhin schrieb Fliedmann ihrer Kollegin Kalich: Von den Tarnowern sind im Ganzen noch 8.000 da. Aber wie mir der Chef des Sicherheitsdienstes, Willi Bernhard, sagte, von unseren fast niemand mehr. Unser Material hat also heute schon Seltenheitswert. Wer aber waren jetzt die 565 Männer, Frauen und Kinder auf den Fotos? Dazu musste ich in gewisser Weise den nach dem Krieg, den in den verschiedenen Archiven verstreuten Beständen in Krakau, Warschau, Berlin, Washington und in Wien nachgehen. So waren die eigentlichen Untersuchungsbögen nach dem Krieg als wissenschaftliche Beutedokumente in das Smithsonian National Museum of Natural History in Washington gelangt. Mittlerweile wurden sie auch an das Archiv der Jagiellonischen Universität in Krakau abgegeben. Mit Hilfe eines Stipendiums des United States Holocaust Memorial Museum konnte ich dann 2002 die Namen und Geburtsdaten mit den auf den Fotos vergebenen Nummern verbinden. Ich begann nach Spuren der Familien zu suchen. Zunächst konnte ich 3 Überlebende, Viktor Dormann, Steve Israeler und Fravnia Haverland, finden und 2 davon auch besuchen. Sie alle waren die einzigen Überlebenden ihrer Familien. An die anthropologische Untersuchung konnten sie sich nicht erinnern. Aber die Begegnung mit den beiden machte mir deutlich, wie wichtig für Überlebende neue Informationen und Fotografien über ihre Familien sind. Meine Recherchen waren aber auch sehr ernüchternd. Ich konnte ja kaum Spuren der Familien finden. Für Tarnow gibt es keine namentlichen Aufzeichnungen über die Ermordeten. Wie in vielen anderen polnischen Städten wurden alle Dokumente und Listen von den Mördern beseitigt. Wegen anderer hauptberuflicher Aufgaben gefordert, setzte ich erst später, Jahre später, wieder meine Recherchen fort.
und ich suchte 2013 um ein Stipendium in Yad Vashem an. Dank der dort zwischenzeitlich begonnenen Digitalisierung vieler Archivbestände, wie der riesigen Kartotheken des Internationalen Suchdienstes von Bad Arolson, der Videointerviews der von Steven Spielberg 1994 gegründeten Shoah Foundation und der Gedenkblätter von Yad Vashem, konnte ich nun umfangreiche Nachforschungen zu den vielen Ermordeten durchführen. Für 30 Familien fand ich einen Hinweis auf überlebende Familienmitglieder und von der Hälfte davon sogar eigene Berichte zur Familiengeschichte und zur Verfolgung. Zu meiner großen Überraschung berichten zwei Überlebende, Rachela Engelhardt und Nathan Katz, von der Untersuchung in dem Spielberg Foundation Interview. Einmal kamen deutsche Wissenschaftler, um an uns Studien zu treiben, erzählte Nathan Katz 1998. Sie wollten herausfinden, wer von uns typische Rassenmerkmale hat, und wenn jemand diese Kriterien erfüllte, wollten sie genau wissen, welche Abstammung derjenige hatte. Während der Arbeit an unserer gemeinsamen Ausstellung konnte ich sogar noch weitere Angehörige kontaktieren, darunter auch die beiden Söhne von Nathan Katz. Einige Familienbiografien und Überlebenswege sind in der Ausstellung anhand eben von Zeugnissen aus den Familien dargestellt. Und so bekam ich im Januar dieses Jahres Kontakt zu einer der Tochter der Überlebenden, der 91-jährigen Ita Asif. Ihre Tochter schrieb: Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie überwältigend es ist, meine Großeltern, meine Tante und meinen Onkel zum ersten Mal zu sehen. Für uns ist jede Information wertvoll. Bevor sie auftauchten, waren mein Großvater und meine Großmutter, mein Onkel und meine Tante nur Namen. Ich wusste nichts über meine Vorfahren. Neben dem Archiv steht in der Ausstellung eine Tafel mit der Statistik des Todes. Dahinter befindet sich eine Medienstation mit den Kurzbiografien der 106 Familien. Erschütternd für mich war, dass ich von 76 Familien, also fast 70%, keinen Hinweis fand, dass ein Familienmitglied nach dem Krieg noch am Leben war. Und bei 51 Familien, also knapp der Hälfte, fand ich auch keine Gedenkblätter in der großen Opferdatenbank von Yad Vashem. Niemand konnte hier nach 1945 mehr mitteilen, dass sie ermordet worden waren. Von den allermeisten Opfern sind die in einer Situation der Bedrohung und unter Zwang aufgenommenen anthropologischen Fotos die letzten und fast immer die einzig noch erhaltenen. Um das Leben der jüdischen Familien und die Rahmenbedingungen dieser Untersuchung zu verstehen, ist die stadtgeschichtliche Einordnung von zentraler Bedeutung. Das wäre ohne den großen Einsatz von Uli Baumann nicht möglich gewesen. Gleich zu Beginn knüpfte er Kontakte zu Agnieszka Wiosolska, ich glaube, sie ist heute auch hier, ja, genau, die gerade ihre Dissertation über Tarnow fertiggestellt hatte und uns nicht nur inhaltlich beraten, sondern zusammen mit dem Tarnower Marek Tomaszewski zentrale und weitgehend unbekannte Exponate ausfindig gemacht hatte. Uli Baumann suchte nicht nur bis zur letzten Minute neue Exponate und Dokumente, sondern kontaktierte auch Angehörige der Täter und Täterinnen. Besonders möchte ich mich bei Götz Ali bedanken, der die Ausstellung hier in Berlin empfohlen hat und das gleichzeitig im Verlag Hendrich und Hendrich von mir herausgegebene Buch in der Reihe Notizen visuell initiierte und begleitete. Vielen Dank der Verlegerin Nora Pester, dem Hersteller Thomas Schneider, dem Übersetzer Jefferson Chase und der Grafikerin Gudrun Hommers. Vielen Dank auch für die Unterstützung aus meinem Museum an Katrin Wohland und ihren Vorgänger Christian Köberl, an die anthropologische Abteilung und insbesondere eben auch nochmal an meine Kollegin Sabine Eckers und an Wolfgang Reichmann für sein enormes Engagement bei der Digitalisierung und Aufbereitung der Fotografien. Ohne Götz Ali gäbe es die heutige Ausstellung nicht. Seine Initiative begründete auch das Kooperationsprojekt der drei beteiligten Institutionen. Bedanken möchte ich mich auch bei Erika Buchholz für die Verfassung und Einreichung des Antrages beim Hauptstadt Kulturfonds, bei allen Beteiligten aus diesen beiden Stiftungen für ihren großen Einsatz und auch bei Stefanie Bohrer für die Koordination in diesem Projekt. Genauso bei Christina Kieter und Herrn Steinhardt für die Ausstellungsgestaltung. Und nicht zuletzt gilt mein besonderer Dank auch noch Andreas Nachhammer, dem sich ja die Initiative zu dieser Ausstellung mitverdankt, ebenso Andrea Riedle und Uwe Neumerker. Die Ausstellung
führt uns 80 Jahre zurück. Zwei Frauen zeigten sich wissenschaftlich äußerst engagiert und ehrgeizig. Sie lehnten sich gegen die Männerdomäne in ihrem Fach auf und wollten zeigen, dass auch Frauen etwas können. Auch Frauenemanzipation kann in den Abgrund des Bösen führen. Ihre ambitionierte Arbeit, mit kaltem und distanziertem Blick durchgeführt, machte sie zu Täterinnen. Der Blick zurück lässt uns heute die Arbeit der beiden Doktorinnen einordnen. In meiner Arbeit mit Studierenden versuche ich, solche Ambivalenzen auch aufzuzeigen. Sie sollen dazu anregen, die eigene Arbeit und Forschungstätigkeit immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen. Und sie sollen uns alle vor der selbstgefälligen Einbildung schützen, wir seien bessere Menschen. Und bevor Sie jetzt in die Ausstellung gehen, viele haben Sie ja schon gesehen, wollen wir Ihnen abschließend noch eine ganz kurze Sequenz zeigen. Und zwar Sacher Israeler, er ist 1931 geboren, der sich später Steve nannte, war 11 Jahre, als ihn die Anthropologinnen untersuchten. Seine Familie stammte aus Krakau und ist erst 1940 nach Tarnow gezogen, also zwangsweise aufgrund, weil Krakau judenrein werden sollte. Er ist der einzige Überlebende von seiner Familie und ihm konnte ich 2002 besuchen und auch Fotografien und Aufnahmebögen bringen. Von zwei seiner Schwestern waren es auch die ersten Fotos. Jill Wexler hat über Uli Baumann, konnte ihn im vorigen Donnerstag noch in New York treffen und kurz sprechen. Und davon wollen wir Ihnen noch abschließend einen kurzen Ausschnitt zeigen. Der Beamer muss erst warm werden. Das ist Sache zu seinem... Also das ist nach dem Krieg im Tipi-Lager. Das ist beim Zeitzeugeninterview für die Spielberg Foundation. Is there a sentence or a thought that occurs to you about the meaning of Margit's research? Well, I think she's doing a tremendous job. For one thing, showing what even educated people became. Education did not give him the heart or the soul of being human. Whatever anthropology or medicine or anything else. New York.